Jung, aber fast schon traditionsreich, präsentierte sich das vierte Alumni-Treffen des Instituts für Informatik, Information und Medientechnik am 4. Juni 2010 im zentralen Hörsaalgebäude der BTU Cottbus. Unter den 114 Teilnehmern waren ehemalige Studenten, Mitarbeiter, Professoren und natürlich aktuelle Studenten. Sie alle nutzten die Gelegenheit, um sich gegenseitig auszutauschen und über das ein oder andere ins Gespräch zu kommen. Eröffnet wurde das vierte Alumni-Treffen von Professor Koschol und Professor Nolte. In ihrer Ansprache betonten sie die Bedeutung der Alumni-Treffen für Lehrende und Studenten. Nach der Eröffnungsrede folgten die Erfahrungsberichte von ehemaligen Studierenden. Ob Mitarbeiter bei IBM oder Chef der eigenen Firma, wie bei We Can Do It Solution, Hello Tomorrow oder Acceptance Software Technologies. Alle studierten an der BTU Cottbus und machten ihre eigenen Erfahrungen mit und nach dem Studium. So wie René Schwitzke. Er studierte Informatik an der BTU Cottbus. Heute ist er Chef der eigenen Firma und beschäftigt sich unter anderem mit der Qualitätssicherung von Software. Ich habe 1992 hier angefangen, in Cottbus zu studieren. Ich muss zugeben, ich habe ein Semester überzogen. Ich habe also 10 statt 9 in der Regelstudienzeit gebraucht und bin 98 fertig geworden. Was war besonders? Das Besondere war, dass die Uni quasi nicht auf den Studiengang vorbereitet war. Also es gab ihn quasi, aber es gab keine Professoren, es gab keine Technik. Die Uni selbst war ja auch sehr neu, die war ja gerade erst aus der Bauhochschule hervorgegangen. Und deswegen war alles ungewohnt. Aber es war auch schön, weil wir hatten quasi jeder einen eigenen Professor. Wir waren 12 Mann oder 13, irgendwas in der Richtung. Und das heißt, es war alles sehr persönlich, sehr klein, man hatte direkte Ansprechpartner. Es ist dann zum Schluss auch jeder irgendwie wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden. Jeder hatte dann sozusagen auch ein finanzielles Auskommen, das war richtig cool. Und so, dass das Studium lief dann auch sehr, sehr, sehr entspannt, sozusagen. Doch, wozu gibt es eigentlich Alumni-Treffen? Naja, für uns ist es sehr, sehr wichtig an der Universität, dass wir, sagen wir mal, die Leute, die ein Studium hinter sich haben, im Berufsleben stehen, mit unseren aktuellen Studenten zusammenbringen, damit die eine Vorstellung davon haben, wie das richtige Leben aussieht. Ich sage Ihnen zwar immer, dass so gut wie hier werden Sie es nie wieder haben, aber Sie glauben es mir nicht, hinterher schon. Das ist eine andere Frage. Und unsere Alumni, abgesehen davon, dass sie sich auch immer gerne mal wieder hier treffen, die haben auch noch alte Freunde da und so weiter und man tauscht sich aus und auch uns hilft das, weil wir wollen natürlich wissen, konnten sie das, was wir ihnen beigebracht haben, brauchen, was muss anders sein, nicht? Und ohne dieses direkte Feedback könnten wir ganz, ganz schwer nur die Qualität der Lehre verbessern. Ich sag's nur ungern, aber das, was man an der Uni lernt, jedenfalls was ich an der Uni gelernt habe, habe ich in der Praxis nicht gebraucht. Aber die Uni legt die Basis für, dass man überhaupt erst lernen kann, dass man also relativ schnell Informationen erfasst, dass man relativ schnell Zusammenhänge erkennt. Und wenn man theoretisch einen Computer verstanden hat, kann man praktisch damit viel besser arbeiten. Aber auf die Mathematik hätte ich verzichten können, weil die habe ich wirklich nicht gebraucht. Algebra, Analysis, Numerik. Doch bevor man die Lehre mit seinen eigenen Erfahrungen verbessern kann, muss man sich erst einmal für einen der vielen Wege nach dem Studium entscheiden. Praktikum, Angestellter oder Chef der eigenen Firma sind wohl die bekanntesten Wege nach dem Studium. Auch Inka Schmüser gründete erfolgreich ihre eigene Firma. Heute handelt und entwickelt sie Bioprodukte. Mein Name ist Inka Schmüser. Ich komme hier auch aus der BTU, habe hier in der BTU auch gegründet, habe ursprünglich hier Architektur studiert und habe über die Gründervilla halt ja, mein Unternehmen gegründet, Ginkgo Healthy Living. Und wie kommt man von der Architektur zum Handeln mit Bioprodukten? Also Architektur hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, sollte auch so weitergehen eigentlich in meinem Leben. Dann habe ich meinen Sohn bekommen und während der Schwangerschaft habe ich dann gemerkt, wo überall so sehr viele Giftstoffe drin sind. Und das habe ich einfach gedacht, so, das kann nicht wahr sein. Also so, das einfach in Dinge, wo ich es nie vermutet hätte. Und habe mich dann da immer mehr mit befasst. Also so. Und dann ist es so, ja, eigentlich so langsam der Wunsch entstanden. Ginkgo ist mein Traum, kann ich sagen. Und ich kann mich da absolut verwirklichen und dadurch, ich habe einfach Spaß dran. Also das braucht man auch, um halt auch, wenn man neu gegründet hat, dann läuft ja noch nicht immer alles sofort rund, sondern man muss ja doch erstmal noch sich einiges erkämpfen oder seine Position erkämpfen. Und da braucht man schon Leidenschaft dafür, um das halt auch durchzuhalten. So. Doch nach der Uni muss man ja nicht leicht sein eigener Chef werden. Auch als Angestellter kann die Arbeit Spaß machen, so wie bei Robert Matziol. Mein Name ist Robert Matziol, bin in Lippen geboren, bin dann nach Cottbus gegangen, um hier zu studieren und habe auch in Cottbus jetzt endlich mein Studium fertig gebracht als Bauingenieur. Also eigentlich bin ich nach Cottbus gekommen, um zu arbeiten, habe dann irgendwann die Baustelle verlassen, bin in ein Büro gegangen,
und habe das Büro nicht verlassen. Und jetzt bin ich natürlich nochmal zurück zur BTU Cottbus, aber nicht als Student, sondern in der ganzen Zeit hat sich natürlich eine ganze Menge Wissen angehäuft, also nicht nur jetzt aus den Büros, auch vor allem von den Baustellen. Und da habe ich mir gedacht gehabt, das Wissen könnte ich ja im Prinzip der Uni wieder ein bisschen zurückgeben und euch Studenten sozusagen zurückgeben. Bist du zufrieden? Eigentlich bin ich zufrieden, ja. Also gerade durch den Wechsel zur BTU habe ich jetzt wesentlich mehr Zeit, also für mich und meine Familie. Und dadurch, dass ich ja vorher schon das Arbeiten gelernt habe, kommt man natürlich an die BTU viel strukturierter, hat ein vernünftiges Zeitmanagement und kann sich natürlich dann sozusagen auch ein bisschen zurücklehnen, weil man natürlich für jede Sache, die man anfasst, nicht doppelt so lange braucht, sondern weiß, wie der Ablauf so ist und das ist dann schon eigentlich ganz vernünftig. Egal für welchen Weg man sich nach dem Studium entscheidet, sein Ziel sollte man nie aus den Augen verlieren. Ob man schon eine Idee hat oder nicht, Alumni-Treffen bieten eine gute Möglichkeit, sich zu informieren, Erfahrungen auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Und das kann hilfreich sein, denn von 170 Studenten im Jahr 2009 zählt man irgendwann zu ihnen, zählt zu den ehemaligen der BTU Cottbus.